Und der ist jetzt auch schon ein bisschen her, der letzte Heimsieg. Können wir jetzt auch mal wieder dran. Herzlich willkommen zum Hürnberger Fußballschock. Heute mit unserem Innenverteidiger Lars Dietz. Servus Lars. Hey. Lars, zuletzt 3-1 beim FC Ingolstadt. Wie groß war die Freude, nach 9 nicht gewonnenen Spielen endlich wieder zu gewinnen? Ja, sehr groß natürlich. Also ich glaube, wir haben uns alle darüber sehr gefreut und es war jetzt, glaube ich, auch mal wieder Zeit, dass wir da einen Dreier landen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es jetzt auch so weitergeht. Ne? Jetzt, du bist in den vergangenen Wochen, hast du ein, zwei Spiele verpasst aufgrund deiner Verletzung. Du bist jetzt wieder da. Wie fühlt es sich an, wieder da komplett dabei zu sein? Beziehungsweise, wie war es für dich so, dann nicht bei den Spielen dabei zu auf dem Platz zu stehen? Ja, schwer. Aber ich habe, glaube ich, ja auch das Bayern-Spiel verpasst. Das tat mir auch schon ein bisschen weh. Aber ja, das ist halt leider so, Verletzungen gehören dann auch am Ende auch dann dazu. Und ja, jetzt geht es halt darum, ja, dass ich glücklich bin, wieder da auf dem Platz zu sein. So, und ich glaube, ich habe jetzt auch wieder einige Spiele auch mitmachen können. Und ja, natürlich, Verletzungen sind natürlich nie was Schönes, aber ja, jetzt freue ich mich natürlich wieder dabei zu sein. Gerade auf deiner Position ist es dann so, dass die Konkurrenz oder der Konkurrenzkampf ziemlich groß ist. Aber wie gut ist es dann trotzdem so, auch für einen persönlich oder auch als im Team, wenn die Konkurrenz so groß ist, und wie versteht ihr euch das untereinander? Also was kann jeder Einzelne dem Team so mitgeben? Ich glaube, der Vorteil wirklich bei der Mannschaft ist, was ich auch schon, glaube ich, vor der Saison mal gesagt habe, dass wirklich sich jeder auch mit dem anderen versteht. Und natürlich ist Konkurrenzkampf da und ich glaube, das ist auch gut so, weil wenn es das nicht geben würde, dann würde man sich, glaube ich, auch sicher fühlen, dass man halt jedes Wochenende spielt. Und ich glaube, das ist einfach ein Wettbewerb und das gehört nun mal auch dazu, dass man sich da einfach ja, aufpusht gegeneinander und ja, am Ende möchte natürlich jeder spielen, das ist das Wichtige und ich denke, wir drei machen das auch, beziehungsweise die Jungs, die auch noch dann noch dazugehören, auch ganz gut und deswegen hat der Trainer, denke ich, jedes Wochenende die Qual der Wahl, um da zu entscheiden. Jetzt gerade du persönlich hast dann auch gerade in den letzten 2-3 Jahren ziemlich viel erlebt mit der zweiten Liga, dem Abstieg auch vergangene Saison in die vierte Liga. Was nimmt man da persönlich so mit? Also wie würdest du die letzten Jahre so von dir so ein bisschen beschreiben? Ja, auf jeden Fall schwierig, was das Sportliche angeht. Natürlich habe ich mich gefreut, dann auch nach der Viktoria dann auch den Schritt in die zweite Liga zu gehen, zu Würzburg damals. Und ja, natürlich ist das nicht schön, wenn man dann auch zweimal in Folge dann nacheinander absteigt. So, das macht auch was mit einem persönlich natürlich. Aber ja, ich kann von meiner Seite aus sagen, dass ich immer das Maximal dafür gegeben habe, dass ich das Richtige für den Verein tue. Und ja, ist natürlich bitter am Ende dann, was das Sportliche angeht, dann auch ja, den Abstieg dann auch mitzumachen, weil ich glaube, da steht auch immer viel hinter so einem Verein, das darf man auch nie vergessen. Ist ja nicht nur man selber, sondern es sind halt auch Arbeitsplätze, die dahinter hängen und deswegen ist gerade so ein Abstieg etwas sehr, sehr Schwieriges, was man auch in seiner Karriere, denke ich, nicht oft erleben möchte. Du hast es schon angesprochen, du warst ja schon mal bei uns bei der Viktoria. Was würdest du denn auch sagen, hat sich bei der Viktoria in den vergangenen Jahren so getan, also zur Saison 1920? Das erste Drittliga-Jahr war dann, da hat sich schon einiges dann verändert, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist viel dazugekommen. Der Container hinten von Stegi ist glaube ich, dazugekommen, ja. Und ja, so ein paar Einzelheiten. Jetzt haben wir das, glaube ich, das Zelt neu gemacht. Der Kraftraum ist nochmal neuer geworden. Also man merkt, dass der Verein sich dafür die Zukunft auch aufstellen möchte. Und ich glaube, das ist auch das Gute und das spricht auch dann für die Viktoria, wenn man dann langfristig die nächsten Jahre dann betrachtet. Würdest du sagen, das hat sich dann auch jetzt mal von der Mannschaft her nochmal einen Schritt weiterentwickelt? In jeder Hinsicht so, dass das Jüngere, Ältere wieder, wie würdest du das so ein bisschen beschreiben? Ich glaube, wir haben da ein gutes Zusammenspiel, was die Jugend angeht und aber auch alte Gestandene. So, ich glaube, da ergänzen wir uns ganz gut, gerade mit den erfahrenen Spielern, die laufen vorweg und geben natürlich auch dann immer auch ein, zwei Sachen auch ganz an die Jungen mit. Ich denke, die können das auch dann gut aufnehmen und ja, am Ende steht dann eine Mannschaft, denke ich, auf dem Platz und das haben wir jetzt auch gegen Ingolstadt dann auch, glaube ich, gezeigt. Ja, ich blicke mal zusammen auf das Spiel am Samstag. Jetzt kommt Aue zu uns nach Köln, die ja, den Zweitliga-Absteiger, die in der Tabelle jetzt auch gerade nicht so gut dastehen, wie sie es wahrscheinlich erhoffen. Aber was denkst du, kommt da auf uns zu?
Schwierige Mannschaft. Ist ja, glaube ich, momentan in die Tabellensituation so, dass ich das auch schon so miterlebt habe, gerade im letzten Jahr. Nicht jetzt auf dem letzten Platz, aber auch unten drin. Die werden auf jeden Fall jetzt, glaube ich, gerade gegen Elversberg, was sie letzte Woche da gespielt haben, das war, glaube ich, sehr, sehr gut. Hätten das Spiel, glaube ich, auch gewinnen können. Und jetzt sind wir gerade in der Vorbereitung, Gegnervorbereitung, und denke, werden alles dafür tun, auch einen Heimsieg. Ich glaube, der ist jetzt auch schon ein bisschen her. Der letzte Heimsieg können wir jetzt auch mal wieder dran, und wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir es am Wochenende machen können. Jetzt geht es dann auch in der dritten Liga aufgrund der langen Winterpause Schlag auf Schlag. Nach Aue kommt dann am Dienstag schon Dortmund, auch dein quasi Jugendverein. Wie ist dann so die Stimmung nochmal vor so einem Spiel? Also wenn du quasi, du bist A-Junior-Meister, B-Junior-Meister geworden mit denen, wenn du darauf dann blickst, dass dann schon so ein bisschen deine Heimat auch mit ist. Ja, wir spielen ja, glaube ich, in Wuppertal. Das ist, glaube ich, ein kleiner Dämpfer, aber ich glaube, mit Dortmund verbinde ich noch sehr, sehr viel, und dadurch einfach, dass ich 10 Jahre da auch noch gespielt habe, ist das natürlich ein Verein, der mir auch wahrscheinlich noch mein Leben lang begleiten wird. So, aber wir werden auch da in dem Spiel alles probieren, dann auch das zu ziehen. Und Dortmund hat mir viel gegeben, so dass ich da auch die Ausbildung genießen durfte. Es hat mir viel gegeben, denke ich. Und am Dienstag ist es dann, glaube ich, so, dass ich das Spiel dann auf jeden Fall da auch gewinnen werde. Würdest du sagen, das ist ja quasi nochmal so ein bisschen, wie du sagst, nach Hause kommen, so, auch wenn wir in Wuppertal spielen. Aber hast du noch irgendwas, was du jetzt mal speziell mit Dortmund verbindest, mit der Borussia? Ja, ich kenne, glaube ich, noch sehr, sehr viele auch vom Staff, glaube ich. Das ist jetzt auch kontinuierlich, glaube ich, geblieben über Jahre, über Jahrzehnte sogar, dass die da auch gerade ihr Staff auch ein Stück weit zusammenhalten. Werde ich mich natürlich freuen, wenn ich da ein paar Gesichter auch wiedersehe. Und insgesamt, wie gesagt, die Spieler werde ich jetzt nicht mehr so ganz gut auf dem Schirm haben, so, weil das ist ja auch immer ein Unterschied, da werden sich die Wege auch immer trennen. Und letztendlich wollen wir natürlich da gewinnen. Jetzt nochmal so ein bisschen zu dir zurück. Dadurch, dass du ja schon mal Köln gewesen bist, was hast du so in den letzten 2 Jahren dann so ein bisschen vermisst an Köln, oder was hat dir so ein bisschen gefehlt hier oder in den anderen Städten gefehlt im Vergleich zu Köln? Ja, ich glaube, das ist so schwierig zu sagen, aber ich glaube, das ist so das Familiäre, und ich glaube, das hat den Verein damals schon ausgezeichnet. Und die Stadt ist natürlich auch eine ganz besondere. Und klar, der Karneval, ne? Der zieht natürlich immer wieder. Ich glaube, viele meiner Freunde machen das auch so, auch wenn die noch ein Stück weiter weg wohnen, nehmen die natürlich den Karneval immer gerne mit, und das ist was ganz Besonderes. Ne? Sehr gut, super. Dann sage ich vielen Dank, Lars, und gerne. Dann sehen wir uns am Samstag beim Spiel gegen Aue. Danke.